Cramix hier, was geht ab mit Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf 6 Awesome Inventions, also auf Deutsch übersetzt auf 6 geisteskranke Erfindungen reagieren. Ich habe richtig Bock darauf, wie immer. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich bin gespannt, ob da heute die ein oder andere gute Erfindung mit dabei ist, meine Freunde. Oder ob es mehr so Müllerfindungen sind. Ihr wisst es, hier wird nicht gelogen. Ich bin immer ehrlich, ob es gute Lifehacks, schlechte Lifehacks und so weiter und so fort sind. Okay, er nimmt hier erstmal das obere und das untere Ende einer Cola-Dose ab. Wiegt jetzt hier einige Dinger mit einer Zange nach innen. Boah, ich hab gerade das voll komisch, dass wenn ich am Reden bin, vibrieren meine Wimpern irgendwie so komisch. Lol, das hatte ich noch nie. Okay, egal. Dann macht er da Wattepads rein, steckt das Ganze wieder zusammen. Und das wirkt für mich so, als wäre das irgendwie so eine Fackel. Soll das irgendwie so eine Art Öllampe oder so werden? Also, oder warum? Warum ist da Watte drin, damit... Ich glaube, ja, damit sich das mit Gas vollsaugt. Genau, jetzt macht er da noch so einen Anzünder rein. Ja, also ich sag euch, das hat irgendwas mit Feuer zu tun. So Watte wird immer nur verwendet, um dass da irgendwie Gas sich vollsaugt. So. Okay, jetzt nimmt er so ein Stück... Was ist das? Bandage? Nennt man das Bandage, ne? Verband. So, zu viel Fortnite gespielt. Verband, Bandage, wie man es auch nennt. Ja, ja, krass. Ich dachte es mir schon, da drin ist dann das Gas und so. Eigentlich lustig, ist wie so eine Art Feuerzeug. Er hat ein Feuerzeug aus einer Cola-Dose gebaut. Eigentlich lustig. Lustige Idee vom Ding her. Ist keine schlechte Erfindung, braucht man nicht unbedingt, aber ist jetzt auch keine schlechte Erfindung. Okay, was macht er jetzt hier mit dieser Spritze? Ey, bei so vielen Lifehacks wird einfach eine Cola-Flasche verwendet, das ist so krass. Steckt da auch oben und unten dran, aber warum oben? Jetzt nimmt er hier so einen anderen Deckel, schneidet da so ein Ding rein. Also aktuell, ich kann irgendwie gerade noch gar nicht sagen, was das werden soll. Hat jemand von euch jetzt schon eine Ahnung, was das werden soll? Ich kann es gar nicht sagen. Lol, okay, krass. Krass. Und die Spritze ist quasi da, damit man die Breite von dem Ding einstellen kann. Also du kannst ja jetzt so gesehen auch ein Tablet oder so reinhauen. Lol, okay, ich verstehe schon, ich verstehe. Ja, ist eigentlich lustige Erfindung. Eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja, finde ich gar nicht mal schlecht, die Erfindung. Um sein Handy so abzustellen, ihr wisst schon. So, er zeigt wieder, wo er aufschneidet, die Cola-Flasche, unten und in der Mitte. Das sieht aus wie so ein Tauchrohr von so einem U-Boot, um zu gucken, was oben abgeht. Ich glaube, das ist das auch wie so ein... Nee, oder ist es ein Schnorchel? Oder ich kann es gar nicht... Hä? Was soll das werden? Bruder, was soll das denn werden, ey? Lol, also ich kann es gerade echt gar nicht sagen, was das ist. Ich meine, das sind ja so krasse Erfindungen, die wir hier gerade sehen. Was ist das denn für eine coole, also was soll das denn für eine coole Erfindung sein? Ich hatte das Ding da noch durchgesteckt. Okay, ja, und jetzt? Ich hab den Sinn immer noch nicht verstanden, ne? Ich hab den Sinn immer noch nicht verstanden, Leute. Also ist auf jeden Fall sehr aufwendig. Man braucht Karton, Klebepistole, dies, das. Ist schon aufwendig, diese Erfindung. Das muss sich ja irgendwie schon lohnen. Oh, ey, wie schlecht. Ernsthaft?
Nur damit man so einen Spender hat. Dispenser for Cats. Ach so, Katzen. Eine Katze kann das ja quasi auch benutzen. Ich weiß nicht, Leute. Ich hatte noch nie eine Katze, aber ich finde es ein bisschen unnötig. Hat jemand von euch eine Katze? Kann man sich das vorstellen, dass die Katze das selbst benutzen kann, dass es gut funktioniert? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall aufwendig. Und das kann ich sagen. So viel kann ich sagen. Mhm. Okay. Er nimmt so eine Art Stab, so einen Holzstab. Vielleicht könnte es auch das Ende von einem Besenstiel sein. Macht dann da so eine Kimme oben rein. Jetzt Klebeband außenrum. Steckt jetzt ein halbes Ü-Ei da drüber. Also da bin ich jetzt mal gespannt, was das werden soll. Jetzt erhitzt er den Hasen. Hat ja auch jeder, weißt du, sowas hat halt auch jeder zu Hause, so eine Hitzepistole oder wie man das nennt, so zum Folieren hat. Muss man natürlich auch direkt mal zu Hause haben. Ja, okay, dadurch wird das halt weich, ne? Dadurch wird das Plastik weich durch das Erhitzen. Ja, was bringt das denn aber jetzt? Jetzt hat er die Form von dem Ü-Ei so ein bisschen verbogen. Okay, ja, und jetzt? Jetzt sprayt er das an. Also das ist ja auch wieder so ein Film, ne? Was du da alles an Sachen brauchst, um das zu machen. Also mal gucken, ob das wirklich eine gute Erfindung wird. Ich glaube es nämlich gerade aktuell nicht, Leute. Wird das eine Among Us-Figur? Da ist eine Among Us-Figur. Wo du was drin verstauen kannst. Ja, also es ist cool, dass ich finde es cool gerade, dass er Among Us so mit reingebracht hat. Aber ist halt natürlich voll der Schmutz, Leute. Also viel zu viel Arbeit, sieht scheiße aus. Würde ich mir nicht so ins Zimmer stellen. Lohnt sich einfach mal gar nicht, die Erfindung. Sieht also, wie gesagt, cool, dass Among Us ist, aber wenn wir mal ehrlich zueinander sind, dann ist das eigentlich eine scheiß Erfindung gewesen, so, ne? Wie gesagt, ich bin hart, aber fair. So, das ist, ich finde auch manche Sachen gut, aber das war einfach scheiße. Okay, er nimmt hier zwei Lineale, jeweils 15 cm, klebt die so mit, ich würde sagen, 1 cm versetzt aneinander an. Nimmt dann hier wieder so einen Cola-Deckel. Ein Magnet. Ich glaube, das ist ein Magnet, Leute. Lol. Was? Okay, krass. Das haut einem ja so ein richtig schönes, perfektes Loch in das Ei rein. No sexual. Wenn man sich so ein gekochtes Ei macht, ich verstehe halt nicht, warum man das jetzt bei einem rohen Ei macht und nicht bei einem gekochten. Ah, auch so, um das Eigelb rauszumachen. Ja, und die Eier sind halt einfach noch ganz. Okay, ich verstehe. Eigentlich lustige Erfindung eigentlich, ja. Vor allem, wenn man so ein gekochtes Ei isst, kann man das ja vielleicht auch machen. Dann hat man so perfekte Rundung, um das rohe Ei auszulöffeln. So, er schneidet da den Deckel von der Dose ab. Dann bohrt er da unten rein mit so einem komischen Bohreraufsatz. Jetzt macht er da einen Schlauch rein. Ich bin mal gespannt, was das für eine Erfindung wird. Was könnte das für eine... Okay, er hat zwei davon. Zwei davon. Was kann das für eine Erfindung sein, Leute? Was kann das für eine Erfindung sein? Hier nochmal so ein Schlitz in so eine leere Küchenrolle, würde ich sagen.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde das spannend, weil es sind keine Lifehacks. Bei Lifehacks sieht man ja immer so in etwa, für was es ist, sondern es sind ja quasi neue Erfindungen. Also man muss quasi noch raten, so was ist das überhaupt, was bringt das? Ich kann es halt gerade gar nicht sagen, ne? Ich kann es gerade immer noch nicht sagen, was das bringen soll. Ist das jetzt wieder eine Handyhalterung? Das hatten wir doch vorhin schon. Hä? Was sollen diese Schläuche da an der Seite? Ach nein! Was? Das überträgt den Klang als laut, wie so eine Art... Digga, das ist doch wie so eine Art Musikbox, wo du dein Handy reinstecken kannst. Hä, aber ist das lauter? Hä, wie krank ist das denn? Hä, wie krank ist das denn? Okay, hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert, Leute. Ich hoffe, euch haben diese Erfindungen gefallen, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze gefeiert habt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Und bis dann, haut rein, Leute. Euer Crimex.